Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Marktblitzes im Monat Mai. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Blick auf den Gasmarkt zeigt uns, dass es mit den Notierungen in den letzten Wochen so tendenziell etwas nach oben ging. Wir hatten verschiedene Effekte von der Angebots-, von der Nachfrageseite, die sich hier bemerkbar gemacht haben. Angebotsseitig waren vorübergehend umfangreiche Wartungsarbeiten in Norwegen, die die Gasexporte reduziert haben. Es gab Meldungen zu Problemen bei LNG-Anlagen in den USA, in Australien. Auf der Nachfrageseite hat sich die Kältephase Ende April bemerkbar gemacht. Der geopolitische Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat hier Mitte April die Preise dann auch noch mal vorübergehend ein bisschen stärker nach oben bewegt. Nichtsdestotrotz, die Versorgungslage, und das sieht man jetzt hier an den Speicherständen, ist in Deutschland, in Europa weiterhin sehr gut. Die Füllstände 65-68% im Vergleich zu den Vorjahren auf einem sehr hohen Niveau. Und das dämpft einfach die Angst vor nachhaltig steigenden Preisen. Was wir allerdings in den letzten Wochen, Monaten jetzt auch schon beobachten, ist, dass die LNG-Importe nach Europa abnehmen, was unseres Erachtens aus vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen ist. Zum einen, es ist genügend Gas im Moment vorhanden, aber auch aus Australien aus Asien nimmt die Nachfrage nach LNG doch langsam wieder zu. Und das erfordert einfach, dass die Europäer einen entsprechenden Preis bezahlen müssen, damit also auch weiterhin genügend LNG hier in unsere Region kommt. Und das ist für uns auch so der wesentliche Grund, dass wir jetzt davon ausgehen in den nächsten Wochen, dass die Preise sich so tendenziell so seitwärts bewegen, also beim Frontjahreskontrakt so im unteren, mittleren 30er-Euro-Bereich erwarten wir die Notierung und bei den hinteren Kontrakten dann entsprechend auch die Entwicklung. Wenn wir den Blick auf den Emissionshandel richten, hier sind die Notierungen so tendenziell auch noch mal ein bisschen angestiegen. Die EUA-Preise orientieren sich stark am Preisverlauf am Gasmarkt. Daneben haben wir auch gesehen, dass die Investmentfonds ihre Short-Positionen in den letzten Wochen, letzten Monaten doch so tendenziell abgebaut haben. Das hat die auch mit dem Preisanstieg begünstigt. Aber nichtsdestotrotz sind momentan immer noch ein bisschen bearish gestimmt. Es hat sich im Moment an den Rahmenbedingungen ansonsten hier wenig verändert. Und wir gehen jetzt davon aus, dass die Preise sich also auch hier so eher ein bisschen seitwärts entwickeln werden in den nächsten Wochen, sprich so um die 70 Richtung 75 Euro dürfte vorwiegend der Handelsbereich liegen. Kommen wir nun zur Preisentwicklung am Strommarkt. Wir sehen, die Kalenderjahrprodukte, ähnlich wie beim Gas, haben sich in den letzten Wochen insgesamt etwas verteuert. Also nach wie vor ist es so, dass Gas hier maßgeblichen Einfluss nimmt neben den Emissionsrechten. Insofern gehen wir jetzt auch in den nächsten Wochen davon aus, dass die Preise sich seitwärts entwickeln. Der Frontjahreskontrakt dürfte unseres Erachtens weiterhin noch unter 100 Euro notieren. Vielleicht geht er auch noch mal zurück in den mittleren, oberen 80er-Bereich. Aber so, das dürfte die Range für die nächsten Wochen sein. Was hier ein bisschen preisdämpfend wirken sollte, ist die Entwicklung am Spotmarkt. Wir sehen hier Base und Peak abgebildet seit Jahresbeginn. Bis heute haben wir beim Base einen Durchschnittspreis von 65 Euro. In der ersten Maihälfte lagen die Notierungen im Durchschnitt bei 55 Euro. Also hier macht sich jetzt zusehends auch die PV-Einspeisung bemerkbar. Und wir gehen davon aus, dass die Erneuerbaren in den nächsten Wochen die Preise am Spotmarkt niedrig halten. Und das sollte sich auch ein bisschen preisdämpfend hier am langen Ende bemerkbar machen. Ja, das war es dann soweit von unserem Marktblitz in diesem Monat. Ich freue mich, wenn Sie dann im Juni wieder zuschauen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.